Breaking Bad Wüste übrigens. Habt ihr schon Dexys? Oh, Dexys hat ja auch ein neues Video gedroppt. Ich glaube, Sorgenkind gegen Dasso, ne? Das habe ich in seiner Instagram-Story gesehen. Einfach irgendwie ein Video über das Battle Sorgenkind Dasso. Wir könnten mal kurz gucken, wie lange das geht. Das ist so ein Skandal. Ah, hier. 14 Minuten. Wollen wir uns das angucken? Sorgenkind gegen Dasso? Das war, Dasso war jetzt ja hier neulich nun zu Gast und da habe ich doch mit ihm auch darüber gesprochen, dass Dasso früher seine Sachen selber gemixt und abgemischt hat. Man scheint ja jetzt selber noch sehr im Sound mit drin zu sein bei sich selbst. Und da gibt es eine Runde, wo er diese gelbe Cappy auf hat. Da hat er die ganze, hat er immer so die Reime runtergepitcht. Also er rappt so und hat immer zwischendurch so High Pitch, Low Pitch, immer alles so geregelt. Ich fand die Runde echt cool damals, cool gemacht. Rein künstlerisch, wo du schon gemerkt hast, da so ist kreativ einfach. Bin gerade nicht so im VWT-Mut. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber warum nicht, oder? Hier, komm, zack. Sorgenkind gegen Dasso. Das war das Viertelfinale im VWT 2009. Und der Gewinner hier war Sorgenkind und gegen den bin ich dann im Halbfinale angetreten und da ist er ja gegen mich raus. Rein da, Leute. Schönen guten Tag, mein Name ist Dexter. Ey, das ist einfach der King. Das ist, Leute, das ist der King von YouTube. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Aber diesen schönen guten Tag in dieser Tonlage bei allen 40 Uploads, die er jetzt hat, genau so einzusprechen, das kann kein anderer. Schönen guten Tag, mein Name ist Dexter. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute analysiere ich das Battle von Sorgenkind gegen Dasso aus dem VBT 2009. Let's go! Einfach eine Legende. Sorgenkind und Dasso, zwei Rapper, die unterschiedlich nicht sein könnten. Sorgenkind hat ja den musikalischen und humorvollen Style. Vor allem, guckt euch doch mal diese Videos Könnten. an. Sorgenkind. Diese Videos sind doch dieser Greenscreen, wo man hier auch noch sieht. Ja, das ist ein Greenscreen, Hat er ne? den musikalischen. Guckt euch das doch mal an, Alter. Und dann denkt sich Dexys einfach, dann denkt sich Dexys einfach, auf was könnten meine Abonnenten jetzt Bock haben? Dazu auch Sorgenkind, da so. Das war krass, 2009. Das ist jetzt stramme 13 Jahre her. Das ist, glaube ich, ein Goldstück. Das müssen wir einfach mal wieder ausbuddeln. Und dann setzt er dich dahin und macht das. Das ist einfach das ist unvergleichlich. Das macht keiner. Das gibt es einfach nicht nochmal. Das ist für mich ein Unikat. Super. Einfach Bombe. Dieses Standbild. Okay, wir machen mal weiter. Und humorvollen Style. Und Dasso, er den düsteren Style. Und deswegen habe ich mich damals echt gefreut, als ich dieses Battle in den Paarungen gesehen hatte. Ein Battle, wo Gegensätze aufeinandertreffen, finde ich generell spannend. Nur leider hat Dasso die Frist verpeilt, beziehungsweise keine Rückrunde eingereicht, was wirklich schade ist. Aus diesem Grund werde ich in diesem Video nur die Hinrunde von Dasso gegen die Rückrunde von Sorgenkind analysieren. Die Hinrunde von Sorgenkind werde ich Fair play, fair play. Guckt euch doch mal diese Qualität an. Das ist so wild. zwar auch analysieren, aber die zählt dann nicht zum Battle mit. So, jetzt kommt das Bewertungssystem und dann geht's los mit der Analyse. Das Bewertungssystem läuft folgendermaßen ab. Erst nochmal die Erklärung, Leute. Hier. Stellt euch einfach hier und hier auch noch eine 1 vor. Wobei hier steht eine 2 und hier eine 1. Es gibt fünf Kategorien: Video, Flow, Reime, Punchlines und Extrapunkt. Für das Video, den Flow, die Reime und den Extrapunkt kriegt der Rapper, der besser war, jeweils einen Punkt. Bei Punchlines kriegt er maximal zwei Punkte, weil ich finde, Punchlines haben bei einem Battle mehr Gewicht als die anderen Kategorien. Wenn ich beide Rapper bei einer Kategorie gleich gut fand, dann kriegen beide die Punkte. Jetzt erkläre ich kurz die Kategorien. Den Videopunkt kriegt der, der das aufwendige und interessantere Video gemacht hat. Und bei Flow wird das Zusammenspiel zwischen Stimme und Beat bewertet. Dort analysiere ich die ästhetischen Pausen, die Betonungen und die Flow-Variationen der beiden Rapper. Bei Reimer analysiere ich die Reimsetzung und die Reimtechnik der jeweiligen Rapper und gebe dem Rapper den Punkt, der meiner Meinung nach besser war. Unter Punchlines zählen Vergleiche, Konter oder Fronts, die einfach nur reinhauen. Wäre auf jeden Fall krass, Marcel. Also da würde ich mir eine Kooperation überlegen. Der Skin up, Metal Force. Nächster Punkt bekommt der Rapper, den ich musikalisch besser fand. Jetzt kommen wir zu den Gasthooks. Ich werde zwar ab und zu auf die Gasthooks eingehen, aber ich werde sie nicht zur Bewertung mitzählen. Bester Mann. weil das die Rappers in Jury damals auch so gemacht hat. So, das war das Bewertungssystem und jetzt geht's los mit der Analyse. Rein in die Show. Wie schon gesagt, hat Dasso keine Rückrunde eingereicht. Das bedeutet,
das Sorgenkind damals bei Rapperswing gewonnen hat. Mal schauen, wer bei mir gewinnt. Fangen wir an mit den Videos. Dazu hat mehrere verschiedene Szenen. Einmal, wo er vor einer Wand steht, dann Szenen, wo er durch die Straßen läuft und auch Szenen, wo er im Dunkeln steht und performt. Sorgenkind hingegen hat weniger Szenen. Er steht oder sitzt das ganze Video lang nur im Dunkeln und die Szene ändert sich erst dann... was für eine geile Zeit das einfach war. Der eine rennt durch die Straßen und rappt mit einer Taschenlampe, filmt sich, und der andere filmt sich auch mit der Taschenlampe im Dunkeln und rennt halt nicht durch die Straßen. Deswegen kriegt der auch noch zusätzlich durch die Straßen gerannt ist, den Videopunkt. Wenn der Feature-Part kommt, die Gastdruck zählt ja nicht mit. Und damit meine ich auch das dazugehörige Video. Aus der Bewertung ist noch nichts geworden, aber das kommt noch. Das wird noch kommen für dieses Amateur-Battle. Das ist auf jeden Fall, wird noch geregelt. Aber sogar wenn man das Gasthook-Video dazuzählen würde, dann hätte da so trotzdem mehr Szenen als Sorgenkind. Zwar sind beide Videos in etwa gleich gut geschnitten, aber dadurch, dass da so mehr Szenen hat, wirkt es viel actionreicher. Also 1-0 für Dazo. Bam. Runde irgendwas, das dauert mir zu lange. Viertelfinale und so ne Bitch, was das für ein Standard? Du bist ein Sänger, Mann, du klingst wie Mama. Mochte mich nicht. Und schreibst im Bravo, dass du der Boss hier drin bist. Ist schon okay. Ey, das fand ich so krass damals. Das fand ich so cool, wie das ist so aufwendig hin und her gepitcht. Und dadurch kommt der Flow auch einfach super nice. Das ist super krass. Das ist einfach heute noch geil, finde ich. Und so ne Bitch, was das für ein Standard? Du bist ein Sänger, Mann, du klingst wie Mama, mach für mich nichts. Und schreibst im RBA-Forum, dass du der Boss hier drin bist. Ist schon okay. Ey, das ist so krass, Alter. Gar nicht, doch König des Battles bleibt da so. Denn du schaffst es nur ein paar Töne zu treffen, Nico. Und featured nur Rapper mit vielen Beiträgen im RBA-Forum für Ort. Von Fandrum ist G-Man am besten, denn nie jemand cash wie mir recht, der Arschbacke von J.A. Nee. Was mit der Flow-Change, warum? Warum? Weil nur ich, dass du ohne Pitch in deiner Stimme, dein Scheiße klingt. Dein Dab. Betime ein Ratespiel, dein Käferblick ähnelt in etwa Schlitzaugen. Ich bist nicht gelb, du Psychokinese. Danach kommt der Flow. Und hier fand ich die Entscheidung echt schwer, weil beides ziemlich... Jetzt bin ich aber sehr gespannt. ...gut flown. Sowohl bei den langsamen als auch bei den schnellen Zeilen rappen beide ziemlich sauber. Zusammengefasst, beide flown abwechslungsreich und beide sind gleich gut. Also 1-1 für beide. Da wird auch gar nicht lang gefackelt. Zack, raus. Gleich gut. Weiter geht's. Du bist nicht so wie ich. Mutter Digga, Mann, du weißt, wer der Boss ist. Du bist nicht so wie ich. Mutter Digga, ich bin halt wie ne Hoffel. Aber merke ich... Ich schicke die hoch, versuch mich bitte zu bellen, doch Alter, bitte nicht so, wenn du hier singen willst. Verpiss dich bitte, du hast einfach keine Chance gegen mir, viele Kills. Mutterficker, Mann, du weißt, wer der Boss ist. Mutterficker, ich bin Type. Mutterficker, Digga, Hoffe. Mutterficker, keine Chance gegen mich. Mutterficker, sag mir, wo hast du bitte deine Flows geklaut? Glaube nicht, du bist König, weil du jetzt Kronen brauchst. Und ich schlaf ein, Digga, alle Standard-Dizzy, weil ich für die Effekte länger als das Content brauch. Klar, Sänger-Image, du bist frustriert, weil du wie die Rappers in der keine Hook kriegst. Und willst diesem Forum erzählen, dass ich am Popsänger werke. Du so, ich treffe die Töne und du spuckst. Und so wie er rumlabert, hat Dizzy ein paar Mal am Tag seinen Krok in der. Ey, was geht ab, Hermann? Ist Sorgenkind nicht der, der wegen Schiebung gegen BBB verloren hat? Ja, der ist es. Also weiß ich, ob es wegen Schiebung war, aber er hat auf jeden Fall verloren. Warte doch, niemand glaubt daran, er sieht ja nun mal aus wie Mama mochte den Onkel. Bei den Reim hat da so ein Anafa eingebaut. Ein Anafa ist die... Ja, jetzt wird aber wieder ganz tief ins Regal gegriffen. Wiederholung eines Wortes oder mehrere Wörter zu Beginn aufeinanderfolgender Sätze oder Satzteile. Ich blende euch mal die Zeilen ein, wo er die Stilmittel eingesetzt hat. Eine Anapha ist die Wiederholung eines Wortes oder mehrerer Wörter zu Beginn aufeinanderfolgender Sätze. Ah ja, okay. Keine Epiphan diesmal. Hier seht ihr es. Er wiederholt am Anfang der Sätze die Wörter, nackt du bist. Noch dazu habe ich eine Tabelle erstellt, wo ich die gereimten Silben gegenüberstelle. Hier sieht man, dass beide nur einmal fünfsilbig gereimt haben. Und ohne diese fünfsilbigen... Leute, Rap ist Mathematik. Das hat doch auch Motrip schon gerappt. Fühlt sich immer ein bisschen an wie Nachhilfeunterricht. Ist auch wichtig, man muss sich ja auch fit halten, ne? Wie löblich dieser Ehrenmann erklärt. Einfach Excel ging. Reime hat da so maximal dreisilbig gereimt und Sorgenkind maximal viersilbig. Also wäre Sorgenkind theoretisch ein Ticken besser. Ein 1-0 in Sorgenkind kann ich aber trotzdem nicht geben, weil er im Gegensatz zu da so auch Zeilen hatte, wo er gar nicht gereimt hat. Ja, das ist aber auch ein absolutes No-Go. Nicht mal eine Anapha dann, also da hört der Spaß bei mir dann aber auch auf. Und mehr einsilbige Reime hat er auch gehabt. Also wenn ich die komplette Tabelle betrachte, dann ist es für mich ein 1-1. Du wirst kaputt gefickt wie Freistaggaben. Flamestyle, er liegt sich mal auf dich frei. Stay style, stay style.
Nackte Hodenlose, Polyphon betonende Homo-Hufe. Ich hol den Thron und du holst dir den toten Vogel. Du so, du Mutfrau, laut Fluch in Dusende. Du bist Kind Bruders, per Rapper an andere UV, weil es nichts Schwules gibt. Leider hat. So krass, wie schlimm das alles gealtert ist, ne? Wenn ich mir heute die beiden so rein. Wenn die beiden das heute sehen würden, würden die sagen: Oh, mach doch mal weg. Aber nein. Genau, jetzt rein, Leute. MPH Rückrunde 2, denn du machst es wie mit einem Rahmen, du bildest dir was drauf ein. Jetzt kommen wir zu den Punchlines. Erstmal zu Dazo. Er hat viele gute Ansätze gehabt, wie zum Beispiel indem man sagt, dass Sonkin nur ein Sänger ist oder dass er arrogant ist, weil er sich im RBA-Forum für einen Krassen hält. Aber diese ganzen Lines hat er nicht in Punchlines verpackt. Einfach irgendwas über den Gegner zu sagen, ist nicht gleich eine Punchline. Die einzige Line, die ganz okay war, war die Stage-Dive-Line. Aber der Rest war nicht so. Und Sonkin ist auf einige Lines eingegangen. Aber so von den ganzen Konter-Lines fand ich nur eine gut und eine ganz okay. Und zwar folgende. Dazo rappt, du klingst wie Mama mochte mich nicht. Und schreibst im RBA-Forum, dass du der Boss hier drin bist. Ist schon okay. Sonkin kontert darauf, doch niemand glaubt daran, denn sieht er nun mal aus wie Mama mochte den Onkel. Die Konter-Line ist eigentlich ganz witzig. Weil die Line von Dazo in eine Insta-Line umgeändert hat und zurückschießt. Aber wie gesagt, es war keine ultra starke Line, aber trotzdem ganz witzig. Ansonsten die restlichen Konter-Lines, wie zum Beispiel, du bist nur frustriert, weil du keinen Hook kriegst, fand ich nicht so krass. Abgesehen von den Konter-Lines fand ich persönlich die Psychokinese-Line ganz gut. Also ich gebe das mal 1-0 für Sorgenkind. Er ist auf die Lines von Dazo eingegangen und ein paar Lines davon waren auch okay bis gut. Also 1-0 für Sorgenkind. Geil geschnitten. Davon waren auch okay bis gut. Also 1-0 für Sorgenkind. Ich schon und ich wollte es gar nicht, doch König des Battles. Bleib da so. Denn du schaffst es nur ein paar Töne zu treffen, Nico. Ey, wie oft muss ich das gehört haben, dass ich das jetzt noch becken kann? Warum erzähl denn, dass ich ein Popsänger werde? Du so, ich treffe die Töne und du spuckst. Und Mann, du klingst wie Mama, auch für mich nicht. So wie er rumlabert, hat sie ein paar Mal am Tag seinen Cock in der Fotze. Doch niemand glaubt daran, denn sieht er nun mal aus wie Mama. Schwacher Schmunzler ohne Gestik, ne? Mochte den Onkel. Ich wollte dich erst noch fragen, ob du mir eine Hoch machst. Doch entschieb ich nicht für dich, weil das die Runde nur kaputt macht. Daher wollte ich erst noch fragen, ob du mir hier für eine Hoch machst. Aber hatte dann noch lieber bisschen Sex mit deiner Mutter. Du bist okay, so frech. Was? Okay. Frustriert, weil du wie die Rappers in der. Ja, gut. Wenn nicht so, dann so, ne? Keine Hook-Kick und schreibst im RBA-Forum, dass du der Ort hier drin bist. Und featured nur Rapper mit vielen Beiträgen im RBA-Forum zu Ort. Von Fan drum ist G-Man am besten, denn nie jemand cash wie mir recht, der Arschbacke von J.A. Ich hab es satt mit Scheiße, Gegner Platz zu machen und bei Split bist du an deinen Low. Change ist abgekackt. Was mit dem Flow-Change? Warum? Weil nur ich, dass du ohne Pitch in deiner Stimme dein Scheiße klingt. Du bist nicht so wie ich. Ich finde wirklich, dass es ist auf jeden Fall mal cool, wenn es jemand schafft, bei einer Hinrunde so sehr dem Ganzen seinen Stempel aufzusetzen, dass man das Gefühl hat, eine Rückrunde ist vielleicht textlich überlegen oder so, kontert das cool, aber dieses Gesamtvolumen, dieses Gesamtpaket kommt nicht so an. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde hier wirklich, man merkt ganz klar, dass das Dazos Beat ist, dass das Dazos Style ist und dass er das packt, dass er, wie er sich da einfach bewegt auf dem Beat, dass das rund ist. Und Sorgenkind wirkt für mich wie so ein, wie jemand, der so ein bisschen eigentlich auch keinen Bock hat auf den Beat und ankämpft, der textlich vielleicht das zerlegt und auch cool ist und, ne, und Sorgenkind super, aber man merkt hier so, dass das Dazos Ding ist. Das finde ich immer sehr, sehr stark, wenn das jemand schafft. Mutterficker, Mann, du weißt, wer der Boss ist. Du bist nicht so wie ich. Mutterficker, ich bin feig wie ein Ich will so sein wie du. Keine Zeit in meinen Text investieren. Merkt ihr das? Allein schon, wie es klingt. Das, verarscht das natürlich auch so ein bisschen, aber es klingt nicht so geil. Kann man ganz klar sagen. Was geht ab, Slash Thorsten, mein Freund? Ich will so sein wie du, um damit dann noch Respekt zu kassieren. Jetzt kommen wir zum extra Punkt. Den gebe ich an Dazo. Der Beat liegt ihm einfach viel mehr. Das ist es. Ach, der Text ist, der hat's doch verstanden, Mann. Der Mann ist vom Fach. Noch lustiger wird's, wenn der Gegner in der Rückrunde den Style von der Hinrunde komplett zum eigenen macht. Ja gut, das ist natürlich richtig hohe Kunst, wenn das so funktioniert, ne? Im VBT 2009 ein Wunschgegner? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur gewinnen. Ich
hatte ja wirklich gute Gegner, wenn man das so rückwirkend betrachtet. Ich hatte gleich in der zweiten Runde war mein Gegner Cash. Der hat sich später Oleo genannt. Er hatte bei Diltily auch schon ein paar Mal gebattelt. Und ich fand den damals echt gut. Lexus war 2009 die erste. Dann die dritte Runde war gegen Tabun. Cash Only, ja. Und Tabun war auch ein sauguter Rapper. Was kam dann? Dann kam, glaube ich, nee, dann kam nicht Uncle Benz. Wer kam denn davor? Weiß ich nicht. Dann kam Uncle Benz. Dann kam B. Chris und Sorgenkind. Die waren beide auch gut, aber die sind dann nun beide, haben wir beide nicht abgegeben. Und dann Finale for Re. Also wenn ich den Gesamtturnierverlauf sehe, war For Re einer meiner schwächeren Gegner. Und trotzdem habe ich das Finale ja nur knapp gewonnen. Das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Ich habe knapp gewonnen gegen For Re. Aber vom Gefühl her war er einer meiner schwächeren Gegner. Einfach so, weiß ich nicht. Abseits davon übrigens, kleiner Funfact, ich habe gegen For Re mal gebattelt. Schon Jahre vorher. So 2007 irgendwie. In der King Cold, in der After King Cold Zeit. In so einem Crew Battle mit dem Oszillator und Max Bar. Ja, genau, McDonald's Runde, Lexus war das Outro. Muss man rückwirkend betrachtet aber auch sagen, das Finale war einfach trotzdem kein, das war kein, also weiß ich nicht, Alter. Ich meine, klar, in meiner Finalrunde, da bin ich auch wieder mit den Autos und den Ladies da vorgefahren. War ein bisschen auf die Kacke gehauen, aber es war jetzt kein krasses VBT-Finale. Ich hatte auch im VBT 2009, finde ich, geilere Runden mittendrin als jetzt im Finale zum Beispiel. Ja, dem steht auch der düstere Style viel mehr. Also allgemein vom Hörgenuss gefällt mir Dasos Runde besser. 1-0 für Daso. Jetzt hat das Sorgenkind zum ersten Mal einen guten Gegner. Und wird mit der Zeit ein wenig überheblich. Na, du bist nur ein Witz, den ich nicht verstehe. Na, okay, das ist ein bisschen hart. Du bist eine Bitch, die man fickt und schlägt. Ja, du, Flow, du, Flow. Immer weiter gleiches Schema, leichte Gegner sind für dich vorbei. Du Loop und jeder wird... Ey, man hört, finde ich, so richtig Sorgenkind hat das gehört und dachte so, oh, ich steige aus. Verständlich als deine Hook, du, so, du, ho. Schreib weiter hinein als bei Cash, beweist dich, wo Webcam mit alten Lines und das bescheidene Eindrücke von weiße Scheiße. Somit gewinnt Daso mit 4 zu 3 Punkten gegen Sorgenkind. Das ist ja geil, wenn man so dieser Abschluss ist, hört man nochmal diese beiden weirden Hooks und dann einfach nur, somit gewinnt das 4-3. Schaltet bald wieder ein, wenn es heißt Dexys TV, schaut sich VBT Ruinen an. Daso hat eine gute Runde abgeliefert und dadurch auch nach meinem Bewertungssystem gewonnen. Man muss aber auch sagen, dass es kein vollständiges Battle war. Hätte Daso vielleicht noch eine Rückrunde eingereicht und man hätte diese dann mit Sorgenkinds Hinrunde gegenübergestellt, dann wäre das Ergebnis vielleicht anders. Aber so hat Daso für mich gewonnen. Du bist nicht so wie ich. Mutter Digga, man, du weißt, wer der Boss ist. Du bist nicht so wie ich. Mutter Digga, ich bin tight wie ne Hopfe. Aber mein Geld aus, ich ficke die Hof. Versuch mich bitte zu bellen, doch Alter, bitte nicht so, wenn du hier singen willst. Verpiss dich bitte, du hast einfach keine Chance gegen Mutter Digga, man, du weißt, wer der Boss ist. Mutter Digga, ich bin tight. Mutter Digga, Hopfe. Mutter Digga, keine Chance gegen mich. Jetzt kommen wir zu der Hinrunde von Sorgenkind. Und hier wurde der Beat von Obi Trice gerade zum Tief benutzt. Man merkt schon direkt beim Einstieg, dass dieser Beat mehr zu Sorgenkind passt, als der von der Rückrunde. Hey, dieser Greenscreen ist eine absolute Frechheit. Aber so geil, meiner sah ja genauso im Finale aus. Ich habe sogar Szenen im Finale drin, wo man den Greenscreen sieht. Wo ich einfach vorm Greenscreen sitze. Oh, kein Bild gefunden. Kein Bild gefunden einfach zum Hinterlegen. Nee, Greenscreen gelassen einfach. Heute wird ein großer Tag. Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch wirklich nicht wahr, ne? Als hätte er gerade wirklich bei Seven vs. Wild mitgemacht, ne? Fritz Meinecke hat einen neuen Praktikanten, Sorgenkind. Ja, wir packen unser Zeug, denn wir besuchen einen durchgeknallten, glatzköpfigen Freund. Er sieht ein bisschen baller, das heißt anders aus als wir. Und merkt man an seiner Ausstrahlung, dass es dort keine Frauen gibt. Ganz nebenbei ist er ein pimpiger Rapper, ein Hobby, von dem er gar nichts wüsste, wenn er kein Internet hätte. Er hat eine Kamera von seiner Mama, die sie damals da vergaß und weckt sogar sie ihren Knaben nicht ertragen kann. Vom Text her finde ich geil, wie Sorgenkind im Geschichtenerzähler-Style Daso als drogensüchtigen Internet-Junkie darstellt. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Rapper wollte nicht mal von dem Spinner hören, wenn seine Texte auch so ausdruckslos wie seine Stimme wären. Er kann nicht aufhören, sich Drogen zu schmeißen und weiß bis heute nicht, dass sein Humor davon einschläft. Du, so kann er im Prinzip nichts dafür, doch nun zeigt er sich der Menschheit in einem Videoturnier. Und es wird gefährlich, wenn sich der Verdacht bestätigt, dass ich mal lieber... Ich finde, er rappt die ganze Zeit gar nicht in die Kamera, oder kommt mir das nur so vor? Achtet mal drauf, es ist die ganze Zeit, hier ist die Kamera, aber er rappt die ganze Zeit hier hin. So. Achtet mal drauf. ...darstellt. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Rapper wollte nicht mal von dem Spinner hören, wenn seine Texte auch so ausdruckslos wie seine Stimme. Er liest den Text. Er liest den Text. Er wusste nicht, dass er gefilmt wird. Er liest den Text ab. Achtet mal drauf. Da ist einfach wirklich eine Word-Datei, wo der Text steht. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. 100.000%. Ich hole Sorgenkind als Gast, zeig ihm das und er soll uns sagen, dass es so war. Rapper wollte nicht mal von dem Spinner hören, wenn seine Texte auch so ausdruckslos wie seine Stimme wären. Er kann nicht aufhören, sich Drogen zu schmeißen und weiß bis heute nicht, dass sein Humor davon einschläft. Du, so kann er im Prinzip nichts dafür, doch nun zeigt er sich der Menschheit in einem Videoturnier. Und es wird gefährlich, wenn sich der Verdacht bestätigt, dass sie mal lieber retten, er ist der Letzte seiner Spinner. Das hätte ich in der Konterrunde gemacht. Ja, Sorgenkind, ist ja wirklich super, dass du immer Augenkontakt zu mir hast. Okay, Entschuldigung, ich mach weiter. Luke ist eine Gesangshook, ist aber auch typisch bei Sorgenkind. Er ist hier ein Rapper, der seine VBT-Runden gerne musikalisch gestaltet hat. Ansonsten finde ich lustig, dass beim VBT 2009 die Rapper noch gar nicht wussten, wie man da so Rappernamen ausspricht. Deshalb hat Sorgenkind ihn hier auch Duzu genannt. Und jetzt los geht es los, unser Mut ist euer Lohn. Denn wir fliegen per Rakete hoch zu Duzu auf den Mond. Ach so, okay, das war schon cooler Atze. Karriere vorbei. Los geht es los, unser Mut ist euer Lohn. Nach erfolgreicher Mission. Ja, durfte man Finger, man durfte auch Famebeats benutzen. Hört man schon nichts mehr von Duzu. Bei dem zweiten Part finde ich geil, wie da so imitiert wurde. Und generell, was die Daso-Imitation sagt, ist auch ganz lustig. Weil ich weiß doch, dass damals solche Wörter wie Boss-Mode viele Leute im Rappers-Inforum benutzt haben. Kollege nennt sich ja der Boss. Und auf dieser Tatsache hat sich ein Running gekauft. Okay, jetzt geht's nochmal ganz tief ins Detail. Das wollen wir aber jetzt nochmal verstehen. Jetzt geht's in die Geschichtsbücher. Aufgepasst. Weil ich weiß doch, dass damals solche Wörter wie Boss-Mode viele Leute im Rappers-Inforum benutzt haben. Also, im Rappers-Inforum haben schon viele Leute Boss-Mode benutzt. War das vor der Kollega-Ära? Kollegas-Ära hat ja so 2005 in der RBA angefangen. Ja, 2006, so 2007 ging das so richtig los bei Kolle. Und Rappers-In-Zeit war ja auch schon zu der Zeit. Es war so ungefähr zeitgleich. Jetzt ist die Frage, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Dexys wird's erklären. Dexys wird's auflösen jetzt. Kollege nennt sich ja der Boss. Und auf dieser Tatsache hat sich ein Running Gag aufgebaut. Deshalb finde ich die Stelle ganz witzig. Guck mal, da sitzt er ja. Er pupelt sich in der Nase und legt die Hand an seinem imaginären Pimmel an. Achso, okay, das war's, ja. Gut. Das heißt, dass er Running Gag. Ich gerade seit langem wieder freut, also nutze ich den Moment und ihr holt Kamera und Mike. Okay. Hallo du, so alles mit deinem Schritt. Warst du die letzten Jahre fleißig und hast Mütter gefickt? Ey, yo, Boss Mode, so dope. Ich ficke die ganzen Mütter doch sehr aus wie ein Hurensohn. Dadurch, dass so oh Gott. Wenn sich an manchen Stellen die Wörter lang zieht, wirkt das positiv auf den Flow aus. Vor allem bei der Aufmerksamkeit leihen. Hey, dieser Greenscreen macht mich fertig, ne? Sieht einfach aus wie bei so einem Fernseher aus den 90ern, wenn du den Teletext offen hattest. So, und das noch so ein bisschen gekrizzelt hat. Oder so beim Umschalten, oder wenn es gar kein Programm gab. Ansonsten fand ich die Line ziemlich lustig, wo er da so droht, ihm das Internet abzustellen. Echt gut gemacht. Ah, cool, guck doch mal ein Vogel. Oh. Schön, wenn du mich hörst, schnapp dir unbedingt die Drogen. Ja, und dann mach... Guck mal. Guck mal hier. Der Koffer in dem Mond geht einfach unter. Cool, guck doch mal ein Vogel. Oh. Schön, wenn du mich hörst, schnapp dir Outfit und Koffer ist einfach Mond. Ist einfach alles Mond. Was hat er in der Hand? Was hat er denn überhaupt in der Hand? Die Drogen. Ja, und dann mach... Einmal noch, Entschuldigung, ist das geil. Ah, cool, guck doch mal ein Vogel. Oh. Schön, wenn du mich hörst, schnapp dir unbedingt die Drogen. Yeah. Und dann macht der Mann das Schlauch mit der Zeit. Unser Alien braucht mir etwas zu viel Aufmerksamkeit. Mütter, Drogen, ich bin halt die Fresse, Kleiner, was dir denn auch einfällt, dich in Videos der Welt zu zeigen, wenn dir sowas... Das ist ja so geiler Stuff schon wieder. Mal einfällt, nehme ich dir das Internet. Gut, wir hauen ab, nochmal Nicken und wir los. Kommen wir zum Fazit. Die Runde hat zwar wenig Lines, die man als Punchline sehen kann, aber dafür hat er das Ganze sehr unterhaltsam gestaltet. Und da so als drogensüchtigen Internet-Junkie dargestellt. Wenn man seinen Gegner einen Schnäppel verpasst... Ey, diese Rakete killt mich auch komplett. ...dann ist es ganz gut. Ansonsten hat er gut geflowt und seine Runde kann man sich gut geben. Gefällt mir. Gefällt mir. Meta. Los geht es los, unser Mut ist neuer Lohn. Denn wir fliegen per Rakete hoch zu Duzu auf den Mond. Und los geht es los, unser Mut ist neuer Lohn. Also da ist auch, das hört sich irgendwie an.
Jetzt hätte Sorgenkind da Captain Blaubeer zu viel gehört zu der Zeit. Irgendwie schon ganz wild, ganz wildes Ding. Nach erfolgreicher Mission hört man schon nichts mehr von Duso. Jetzt kommen noch ein paar interessante Fakten. Daso hat damals als Rückrunde einen Stellungnahmesong hochgeladen. Dort sagt er, dass er aus dem Turnier aussteigt, weil er aufgrund privater Probleme den Kopf nicht frei bekommt und ihm die Zeit fehlt. Das ist Stellungnahme, kann ich auch noch auswendig, was? Okay. Track mal kurz ab. Ich krieg mein Leben nicht in Griff. Boah, doch, das kenne ich auch noch. Das war krass damals. Das war krass. Das war wirklich gut, ne? Ich spiele euch den Track mal kurz ab. Ich krieg mein Leben nicht in Griff und weiß nicht, wie ich's ändere. Ich bin nicht mehr so, wie ich war. Ich bin nicht mehr wie gestern. Denn der ganze Scheiß liegt mein Kopf. Denn der ganze Scheiß liegt nicht klar. Der ganze Scheiß sieht mich down, doch ich weiß, ich geb nicht nach. Das war schon echt Künstler, Alter. Der war schon echt früh einfach Künstler. Cool, echt cool einfach. Ansonsten rappt Dazo auch heute noch. Und das sogar ziemlich erfolgreich. Mit seinem Debütalbum Watch Me Burn hat... Leute, falls jemand verpasst habt, er war vor einer Woche bei uns zu Gast. Ne? 2,5 Stunden, der Wordle King. Sein Lieblingswort bei Wordle war, was war das? Logik war das absolute Trefferwort, das war stark. Hat da sogar Platz 11 der Albumcharts erreicht. Holt euch das Album, falls ihr es noch nicht habt, und unterstützt da so. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Leben wie ein Film, aber kein Happy End. Weil's von vorn anfängt, bevor ich von der Scheißdecke häng. Wie ein Stummfilm, weil's kein gutes Wort dafür gibt. Und ich, egal wie gut ich spiele, auch keine Wort dafür krieg. Auch Sorgenkind, der Song ist krass. Heute noch. Sein aktuellster Track ist der Track Fernwehnarkose. Checkt Sorgenkind auf jeden Fall auch ab und supportet ihn. Alle Links zu seinen Social Media Kanälen. Dex ist der Boss, Alter. Gibt's ebenfalls in der Videobeschreibung. Alles fängt an sich zu drehen. Und der Welt schmerzt so endlich nicht mehr weh. Yeah. So, jetzt auch. Ich hab wieder einfach Pixel. Meinung gefragt. Wen fand ihr besser? Sorgenkind oder Dazo? Schreibt's in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Ansonsten abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Das war stark. Sehr gut, Finger, sehr gut. Aber Finger, du hast noch nicht kommentiert, ne? Das geht aber nicht. Bitte mehr davon. Der einzig wahre Dexys liefert wieder wie bestellt. Immer wieder liebe diese Videos. Bester Content auf ganz YouTube. Dex ist der King. Wir wurden erzwungen. Grandios.